willkommen jetzt zur erstmal letzten Aufnahme Nummer 3 Let's Play Alarm für Gruppe 11 Burning Wheels und Lieferservice Alexei. Es müsste weitergehen, wir fahren wieder mit dem Turbo und warten auf den Auftrag von Igor. Ja doch, da blockiert die Hinterräder schon, wenn man da ordentlich Tempo draufhaut. Lässt sich der doch ganz gut rumschmeißen. Hallo, Pizza-Junge. Alles klar? Pizza-Junge. Wir brauchen dich. Komm zum Treffpunkt. Alexei Teil 4 von 6. Es geht weiter mit Igor. Und der Pizza-Junge ist natürlich wieder mit am Start. Zack. Ah! Zack. 1200, das wird auch immer mehr. Ich kann es vor allen Einheiten nicht treffen und ausdrücken. Ich weiß, wie ich hinfahren muss. Immer wieder neue Routen. Was ist es denn diesmal? Ich, vor allem, ich finde es schade, dass ich da nicht weiß, was ich da überhaupt liefere. Es ist immer ein Paket. Ja, Lieferpaket. Aber was ist ein Paket? Ich fühle mich langsam wie der Transporter hier. Wer vielleicht die Sendung, die Filme kennt, den Transporter. Ich weiß es jetzt nicht mehr ganz genau. Eine Regel war auf jeden Fall, öffnen die das Paket, soweit war ich mir sicher. Irgendwie keine Fragen stellen, keine Namen und öffne nicht das Paket und sowas. Ihr könnt ja mal die Regel von dem Transporter in die Comments schreiben, wenn ihr sie kennt. Mal ein bisschen mit der Community Spaß haben hier über die Filme philosophieren. Das ist ja hier gar nicht mal so unnah an Alarm für Cobra 11 dran. Ach ja, jetzt geht's aber los. Ach Gott, ich liebe den. Ach, der Sprung ist nicht mehr da. Aber da war der Sprung auf jeden Fall, der mich so viel Zeit gekostet hat und so viel Nerven gekostet hat, weil ich einfach nicht drüber gekommen bin. Verlockte. Sag mal, Igor, wie lange soll das Spiel noch so weitergehen? Die paar Euro zwischendurch sind zwar ganz okay, aber das kann doch nicht alles sein. Ihr habt mich doch inzwischen oft genug geschickt. Wie wär's, wenn wir mal einen richtigen Deal ausmachen? Und vor allem will ich diesmal mit Alexei persönlich reden. Glaubst du wirklich, dass Alexei sich abgibt mit Botenjungen? Ich denke schon, wenn der Botenjunge ein lohnendes Geschäft vorzuschlagen hat. Zufällig ist mir nämlich was zu Ohren gekommen über eine Schiffsladung. Und die könnte Alexei interessieren. Also gut, wir machen so. Du lieferst Paket, ich rufe an bei Alexei. Wenn er Interesse hat, wir treffen am Schrottplatz in halbe Stunde. Ah, okay, bin unterwegs. Das ist aber sehr gut, glaube ich, Simon, dass der das so einfach macht. Wir werden sehen, weil da steht ja nämlich verlockende Falle. Also entweder stellen wir Alexei die Falle mit dem Schiff oder Alexei uns die Falle mit dem Anruf. Das werden wir auch finden. Und das Paket muss ich abliefern in einer Minute 44. Das ist so viel Zeit, ey. Für knapp 1000 Meter. Müsste aber möglich sein. Ich muss auf jeden Fall da unten ab. Bewegt sich die Kühe überhaupt? Diese plastisch aussehenden Gebilde? Müsste ich mal beobachten, aber nicht jetzt. Aber kann man da vielleicht mal drüber fahren? Oder mal reingucken ins Gehege? Kühe befahren ja. So. Immer alles kaputt machen. Ich weiß, bin ich. Jetzt habe ich einen Kratzer im Heck wegen dir. Arsch. So, da geht's rechts rein. Jetzt habe ich noch ein paar Kratzer. Da geht's auch nochmal voll durch. In die Palette rein. War jetzt aber auch nicht so schwierig hier. Devin, seh mir hier. Ich habe gerade wieder ein Paket geliefert. Ich treffe mich jetzt mit Alexei persönlich und werde ihm die falsche Schiffsladung unterjubeln. Ist für den Zugriff am Hafen alles vorbereitet? Ja, seh mir. Soweit alles klar. Wir warten nur auf Ihr Signal. Viel Glück und seien Sie auf der Hut. Aha. Okay, die Falle ist nicht für uns. Also, sie ist für Alexei gedacht, wie ich gedacht habe, weil ich es schon vermutet habe. Aber ich weiß nicht, ob Alexei das einfach mit. Na klar, jetzt geht es ja. Zack, und voll drauf. Einmal Reifen wechseln, zack, ist wieder dran. Jetzt ziehe ich lieber mal voll mit Nitro durch. Und nochmal dagegen. Wow, yeah, ich hab's drauf. So, jetzt geben wir mal ordentlich Stopp, also wenn es jetzt nicht reicht, ab, danke. Nicht noch
noch so eine Sprungkarte. Hoppala, das war gerade noch so. Ja, wo war der noch? Da muss man schätzen. Jawoll! Aber der T2 hält ja einiges aus. Und wir müssen in den 2 Minuten an diesen Punkt kommen. Das ist noch etwas mehr Zeit, das ist schön. Und ich hoffe, dass Alexei uns jetzt nicht noch eine Falle stellt, sondern einfach da ist. In den Hintergrund. Aber ob das alles so glatt geht mit Alexei, bezweifle ich, weil es dann auch die Fässer Alexei Teil 5 und 6 gibt. Der sich so einfach fangen lässt. Wir werden sehen. Ich habe da so meine Zweifel. So, und driften wir da einmal geradeaus die Kreuzung, in der wir eigentlich nichts abbiegen sollten. Und da hinten, okay, ich sehe schon den Treffpunkt, da stehen einige Autos. Leibwache von Alexei. Ach Gott, Ausfahrt von Marcel. Moment. Umdrehen und dann da rechts reinfahren. Ah, da. Okay, den habe ich verpasst. Die Einfahrt habe ich jetzt nicht gesehen. Da links und dann rechts. Ah, da ist er ja. Ah ja, da in dem. In der Limousine wird er wohl sein. Ach du Pizza-Junge. Ich habe viel gehört von dir. Aber doch hoffentlich nur Gutes. Vor allem, ich habe gehört, dass du mieser kleiner Polizist. Du hast alles nur gemacht, um Alexei an Nase herumzuführen. Aber Alexei gut informiert. Und du passt bald selber ein kleines Paket. Ups. Moment. Das ist doch Quatsch. Da verarscht mich jemand. Hör zu, ich kann das erklären. Oh, da hat gerade eine Tür aufgemacht. Zum Glück sitzt man in der Alarmkuppe. Leider keine Person. Oh Mann, diesmal oh ist Gott. Ich wirklich in der Klemme. Nee. Mein Handy. Hallo? Ben! Oh, zum Glück. Hör zu, ich brauche deine Hilfe und zwar dringend. Ich sitze in der laufenden Schrottpresse und bin ans Auto gefesselt. Mich kitzelt schon was am Rücken. Kannst du also bitte ganz schnell zum Schrottplatz kommen? Na, solange es nur kitzelt, ist doch halb so wild. Mach dir mal keine Sorgen, sieh mir. Ich bin schon mit Blaulicht unterwegs zu dir. Ich wollte nur keine Eile. Meine Frau sagt sowieso immer, ich wäre zu dick. Du musst am Schrottplatz irgendwas finden, womit du die Presse ausschalten kannst. Such nicht lange nach einem Schalter, leg das Ding einfach irgendwie lahm. Okay, die Presse war aber schon ziemlich nah an seinem Auto dran, dafür, dass es jetzt noch 6 Wegpunkte zu fahren gibt. Und das wird, glaube ich, lustig, meine Freunde. Weil, ich meine, die Presse war schon längst da, der hat noch keine 3 Minuten mehr. Ich habe doch die Presse schon an der Motorhaube kitzelt sehen. Der ist doch in 10 Sekunden platt. Naja, okay. Es scheint wohl zu reichen noch für die Zeit. Ich hoffe nur, dass wir in der Zeit überhaupt da hinkommen. Und dann noch irgendwas finden, um die Presse auszuschalten. Na, okay, wir werden sehen. Da ist ja schon der Schrottplatz. Darf ich nur den Weg nicht wieder verpassen. Und Alexei hat wohl irgendwie rausgefunden, dass wir Bullen sind. Ich weiß noch nicht wie. Ich weiß auch nicht, ob ich es erfahren werde. Schlimm genug, dass er es erfahren hat. Problem ist, wir sind vielleicht bald nur noch alleine unterwegs, weil sie mir platt gedrückt ist. Also etwas. So, wohin jetzt? Ach Gott, nee. Ach, Schreck, lass nah. Oi, 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 oi. Na toll. Einmal R drücken. Und nochmal umfahren. Oi, oi, oi. Das sieht schon wieder nach vielen Sprüngen aus. Ich sehe schon die ganzen Sprungschanzen da. Ich darf mich nicht überschlagen. Jetzt muss ich da eine Wende machen, irgendwie auf dem Dach. Was macht denn der Junge? Ich klettere doch da irgendwie rauf. Hoppala! Komm, fahr! Was hat denn der jetzt? Oh nee, der Wagen hat sich jetzt da verhangen. Nicht dein Ernst. Komm, bitte. Mit Nitro. Geht nicht mehr. Okay, jetzt muss ich nochmal dieselbe Taktik machen. Einmal bis hinten an den Rand fahren und dann mit Nitro Vollstoff auf den Stempel und dann bremsen. Bremsen, 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 bremsen. Sieh mir. Sieh mir. Nein, nein, nein. Bitte bleib auf dem Dach. Ah, okay, wenigstens sind wir da hinten. Oh Gott. Ab.
Oh, das war zu weit links. 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 Bitte auf dem Dach. Bitte auf dem Dach. Bitte auf dem Dach. Jetzt wird es langsam eng. Junge. Oh nein! 1,24 hat der Junge noch. Ah, die ganzen Sprünge immer. Komm, komm! Das gibt's doch nicht! Wie soll das funktionieren? Ich muss doch 75 fahren, um da rüber zu kommen. Und wie soll das dann klappen? Okay, so geht's. Dann muss ich jetzt hier rüberfahren, laut Pfeil. Machen wir das mal. Nein. Nein, nicht dein Ernst. Da, wenigstens was. Wenigstens sind die Return Points hier relativ gut gesetzt. Und jetzt muss ich dann hier rüber, um zum Stopppunkt zu kommen. Hab nur noch 48 Sekunden. Uppala! Gott, wie zieht der denn rüber? Was war denn das jetzt? Ja, okay, jetzt wird wahrscheinlich nichts mehr. Hopp, 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 hopp. Oh, gerade drauf und rüber. Komm, bleib stehen, bleib stehen. Ja, haben wir. Und stopp. Kaputt. Komm, seh mir, du lebst. Wir haben es geschafft, bitte. Erfolgreich. Ja! Er ist raus aus der Presse und 10 Minuten sind perfekt abgeschlossen. Du hast den Fall erfolgreich abgeschlossen. Rund ums Dorf, Baustelle und zwei Berge. Ja, gucken bei den Fällen, das interessiert mich jetzt, ob es da jetzt noch... Es gibt doch einen fünften Teil, also es war nicht der letzte Teil. Einen Alexei-Teil gibt es noch, den haben wir jetzt aber noch nicht freigeschalten. Und ansonsten haben wir schon einiges geschafft. 43% Fortschritt bis jetzt. Das war's erstmal von Alarm für Cobra 11. Wir sehen uns in 2 Tagen und hören uns wieder mit Star Wars The Force Unleashed. In der wir immer noch gefangen sind in dem einen Schiff nach dem... Ja, Verrat von Darth Vader. Das alles in 2 Tagen. Dankeschön fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal hier bei Alarm für Cobra 11.